Hare Krishna, hallo zusammen. Heute möchte ich dir etwas über Japa oder Mantra-Meditation erzählen. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Meditation ist generell ein sehr, sehr gutes Tool, um den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und seine Konzentrationsfähigkeit zu stärken und aber auch mit einer höheren spirituellen Ebene oder dem Göttlichen in Verbindung zu treten. Und ja, das wollte ich dir heute einfach mal erklären, wie das funktioniert. Für die Mantra-Meditation kannst du dir erstmal ein Mantra aussuchen, zu dem du dich von Natur aus hingezogen fühlst. Ein sehr gutes Mantra für das Kali-Yuga, das Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, ist das Hare Krishna Maha-Mantra. Das findest du unter diesem Video, da werde ich es dir hinschreiben. Es geht Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es gibt aber auch viele andere Mantras, wie zum Beispiel Om Namah Shivaya oder Om Gam Gana Pataye Namaha. Mantras, mit denen du eine bestimmte Gottheit oder Qualität anrufst. Und dann kann man sich fragen, okay, wie funktioniert das? Wir wissen alle, dass Schwingungen, Frequenzen sich auf Wasser übertragen und unser Körper zu 70% ungefähr aus Wasser besteht. Und so wie zum Beispiel, wenn du einen Teebeutel in heißes Wasser tust, sich die Qualität von dem Tee in das Wasser ausbreitet. Wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Fencheltee, einen Teebeutel mit Fencheltee in die Tasse hältst, dann wird das ganze Wasser nachher nach Fenchel schmecken. Oder einer meiner Lehrer, der bringt auch das Beispiel von Eisen. Eisen ist von Natur aus sehr hart und kalt. Und wenn wir das Eisen aber lang genug ins Feuer halten, dann wird das Eisen die Qualität von dem Feuer annehmen. Es wird heiß werden, es wird sogar anfangen zu leuchten und es wird beweglich. Und so, wenn wir lang genug in einer Klangschwingung baden, dann nehmen wir die Qualität dieser Klangschwingung an oder können auch mit dieser Qualität in Verbindung treten, wie auch immer du das für dich ausdrücken möchtest. Ja, also das zur Mantra-Meditation. Ein gutes Hilfsmittel, was man dafür nehmen kann, aber nicht unbedingt muss, ist die Japa-Mala. Ich habe jetzt hier eine Mala aus Tulsi-Holz. Das wird empfohlen, wenn man das Krishna-Mantra benutzt. Wenn man zum Beispiel das Shiva-Mantra chantet, kann man auch eine Kette mit Rudraksha-Perlen nehmen. Und so gibt es für die verschiedenen Aspekte oder Mantras auch unterschiedliche Japa-Malas, die empfohlen werden. Letztendlich ist das aber jetzt, glaube ich, nicht so das Allerwichtigste, da jetzt unbedingt die hundertprozentige Mala zu haben. Sie ist halt einfach nochmal ein Hilfsmittel, um den Tastsinn auch in die Meditation mit zu involvieren und gleichzeitig auch die Mantras zu zählen. So eine Kette hat 108 Perlen und so weiß ich, wenn ich einmal rum bin, also wieder bei dieser Guru-Perle angekommen bin, die so ein bisschen nach vorne raus steht, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt 108 Mal das Mantra gechantet und man kann das Ganze auch noch in so einem Beatback verstauen, dann baumelt die Kette nicht da so willenlos herum und man kann auch noch die Counting Beats daran befestigen, mit denen ich jetzt zählen kann, okay, ich habe jetzt eine Runde gemacht, ich habe zwei Runden gemacht und so weiter und so fort, je nachdem, auf was ich mich committed habe. Okay,
Wie geht das jetzt? Also ich starte an der ersten Perle. Ich benutze dazu den Daumen und den Mittelfinger. Den Zeigefinger lasse ich aus, weil der steht für das Ego. Der Daumen steht für das Göttliche und der Mittelfinger für Sattva. Also der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger stehen für die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Und der Mittelfinger steht eben für Sattva-Guna, also für die Reinheit und für das Wissen und für die Klarheit. So, also mit diesen beiden Fingern halte ich die Mala und gehe dann eben jedes Mal, wenn ich das Mantra gechantet habe, weiß nicht, kann man das sehen, einfach eine Perle weiter. Braucht man vielleicht ein bisschen Übung für, weil wir es gewohnt sind, das meiste mit dem Zeigefinger zu machen, aber nach ein paar Mal klappt es ganz gut. Wenn ich jetzt einmal hier rumgegangen bin, dann komme ich irgendwann wieder an der Guru-Perle an und über die gehe ich nicht drüber. Das heißt, ich werde hier umkehren und wieder die gleiche Strecke zurückgehen, wenn ich dann eine zweite Runde machen möchte. Dann gehe ich wieder zurück. Und je nachdem, wie viele Runden ich chante, gehe ich immer hin und her bis zur Guru-Perle und wieder in die andere Richtung. Also hier gehe ich nicht drüber. Genau, wenn ich das hier mit so einer Tasche mache, dann habe ich den Vorteil, ich kann sogar meinen Zeigefinger hier durch dieses kleine Loch rausstrecken, dann komme ich gar nicht in Versuchung, mit dem Zeigefinger die Japa zu berühren. Genau, so viel erstmal zu der äußeren Technik. Was ist jetzt die innere Technik? Man kann das Mantra laut chanten, man kann es flüstern oder man kann es nur im Geist wiederholen. Das geistige Wiederholen, wird gesagt, wäre am kraftvollsten, ist aber, es heißt so, am schwierigsten und es ist auch meine Erfahrung. Also da komme ich auch am allerschnellsten raus. Leichter ist es, wenn ich es hörbar wiederhole, entweder laut, das heißt jetzt nicht super laut, aber so, dass ich es noch hören kann, oder eben flüstern. So habe ich eben die Möglichkeit, das Mantra im Mund zu formen. Also ich kann fühlen, wie die Zunge das Mantra macht und kann gleichzeitig das Mantra hören. Und ich kann die Klangschwingung in meinem Herzen fühlen. Und wenn ich es nur geistig mache, fällt eben die Zunge und zumindest das äußere Ohr, mit meinem inneren Ohr höre ich es ja noch, aber zumindest das äußere Ohr fällt raus und dieses Vibrieren, das ich tatsächlich in meinem Herzen wahrnehmen kann, das fällt dann weg. Und von daher kann es dann schneller passieren, dass der Geist eben woanders hingeht. Das wird dir auf jeden Fall passieren, dass der Geist woanders hingeht, wird dir bei jeder Form der Meditation passieren, egal ob Japa-Mantra oder Atembeobachten oder irgendwas anderes. Sei nicht frustriert, sondern freu dich, wenn es dir auffällt. Weil darum geht's. Es fällt mir auf, der Geist ist woanders hingegangen, wo auch immer er sich rangekettet hat. Ich lasse das los und hole ihn wieder zurück auf die Meditation. Auf das Mantra, auf das Hören des Mantras, auf das Fühlen des Mantras und wirklich da reinzugehen. Genau. Und was auch eine große Hilfe ist, ist mir über die Bedeutung des Mantras klar zu werden. Ich möchte jetzt hier nicht von allen Mantras die Bedeutungen aufzählen. Die kannst du in verschiedenen Büchern oder wahrscheinlich auch im Internet oder bei deinen Lehrern kannst du die nachfragen. Das Hare Krishna Maha Mantra hat verschiedenste Bedeutungen. Eine Bedeutung ist zum Beispiel, O Krishna, O Radha, bitte beschäftigt mich in eurem Dienst. Du kannst aber auch sagen, einfach, ich bringe dir meinen Dienst dar oder ich chante aus Dankbarkeit. So, und diese Gebete auch während dem Chanten, wenn du merkst, der Geist ist sehr unruhig, diese Gebete dann im Inneren auch noch hinzufügen, sodass du wirklich in dem Mantra bist, in der Klangschwingung, in der Bedeutung und
Wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel von dem Teebeutel zurückkomme, dass du wirklich eine Infusion von dem Mantra bekommst, in dem Mantra badest und sozusagen, wenn du jetzt das Krishna-Mantra chantest, krishnaisiert wirst und dann, ja, das durch alle Zellen hindurch schwingt. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, mal zumindest eine Runde Japa zu chanten und das auszuprobieren. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Meditieren. Hare Krishna.